So, meine Lieben, dann lasst uns beginnen. Für unser Rezept, für unsere Marmelade, brauchen wir einmal 250 Gramm Erdbeeren. Dann natürlich Schlierzucker. Da braucht ihr genauso viel wie die Erdbeeren, also in meinem Fall 250 Gramm. Dann noch eine Vanilleschote. Und zu guter Letzt kleine Gläschen, in die ihr später eure fertige Marmelade umfüllen könnt. Als erstes müsst ihr natürlich eure Erdbeeren erstmal auf den Teller legen, sie alle gründlich waschen und natürlich das ganze Grünzeug entfernen. Ich habe sie dann, bevor sie gleich püriert werden, noch in kleinere Stücke geschnitten. Das erleichtert euch nachher das Pürieren. Jetzt kommt auch schon der Pürierstab zum Einsatz. Ihr könnt das Ganze natürlich auch in einen Mixer geben. Das ist natürlich euch überlassen, auch ob ihr noch kleine Stücke in der Marmelade haben wollt oder ob ihr die ohne Stücke haben wollt. Das dürft ihr jetzt selber entscheiden. Aber jetzt dürft ihr aus den Erdbeeren erstmal eine richtig schöne Matsche machen. Nun kommt unsere Vanilleschote zum Einsatz. Die schlitzt ihr einfach mit dem Messer auf und kratzt den Inhalt heraus und den gebt ihr dann einfach in eure pürierten Erdbeeren. Ich habe jetzt hier auch eine Vanilleschote auf 250 Gramm Erdbeeren gegeben, aber das könnt ihr natürlich variieren. Wenn ihr es vanilliger haben wollt, dann dürft ihr auch gerne zwei Vanilleschoten benutzen. Das ist natürlich auch euch selber überlassen. Nach der Vanilleschote, die ihr nun in eure pürierten Erdbeeren gegeben habt, kommt jetzt auch noch der Schlierzucker dazu. Laut der Zuckerverpackung müsst ihr das 1:1 mischen, sprich 250 Gramm Erdbeeren zu 250 Gramm Zucker. Wenn ihr nun alle eure Zutaten in der Schüssel gut miteinander verrührt habt, dann dürft ihr das Ganze jetzt in einen Topf geben und kochen lassen. Ich habe das so circa 5 bis 10 Minuten kochen lassen und habe gewartet, bis das Ganze so Gelee-artig geworden ist. Dabei ist es wichtig, dass ihr immer gut umrührt, damit nichts anbrennt. Und wie schon gesagt, nach 5 bis 10 Minuten dürft ihr das Ganze wieder vom Herd nehmen. Ich habe das rein nach Gefühl gemacht. Ihr könnt auch gerne zwischendrin mal einen Löffel voll probieren. Vorsichtig, es ist sehr, sehr heiß. Und dann entscheiden, ob ihr fertig seid und die Marmelade vom Herd nehmen könnt. Nun kommen auch schon eure kleinen Gläschen zum Einsatz. Die Marmelade vom Herd nehmen und sofort in die Gläschen umfüllen. Ich gebe euch einen Tipp, passt dabei auf, dass ihr so wenig wie möglich davon verschüttet, denn das Ganze ist total klebrig und nur schwer irgendwo abzubekommen. Aber so soll die Marmelade ja auch sein. Wenn ihr die Marmelade dann in eure Gläschen umgefüllt habt und fertig seid, dann verschließt sie und lasst die Marmelade einfach auskühlen. Und nun sind wir auch schon am Ende und unsere Marmelade ist fertig. Ihr könnt dann die Gläschen, wie euch das gefällt, beschriften, bemalen, Schleifchen drumherum binden. Lasst eurer Kreativität freien Lauf und gestaltet eure Gläschen, wie euch das am besten gefällt.
So, meine Lieben, das war's jetzt auch schon mit diesem Video und mit meinem Rezept für Erdbeer-Vanille-Marmelade. Wie ich finde, eignet sich selbstgemachte Marmelade super zum Verschenken für Weihnachten oder gerade wenn man noch eine Kleinigkeit braucht oder irgendwie eine Kleinigkeit an Freunde verschenken möchte. Zum Schluss wollte ich noch eine Kleinigkeit loswerden, denn gestern habe ich bereits meine fertigen Marmeladengläser auf Instagram gepostet und dann kamen da irgendwie Kommentare, die mir nicht so gut gefallen haben, von wegen, ja, das willst du verschenken und das ist alles. Ja, mir wurde dann irgendwie noch gesagt, ich hätte ja genug Geld, um irgendwas anderes zu kaufen, was ich wirklich richtig, richtig traurig finde, weil ich finde, das ist einfach nicht der Sinn von Weihnachten und auch nicht der Sinn des Schenkens, denn Dinge verschenken bedeutet nicht irgendwie, dass man jetzt irgendwas im Wert von Hunderten oder von Tausenden Euro kaufen muss, um jemanden glücklich zu machen, sondern dass es einfach von Herzen kommt. Und wer das noch nicht verstanden hat, ja, da finde ich, ich weiß nicht, wo da welche Wertvorstellungen da vermittelt wurden, aber ich finde das richtig, richtig traurig und es hat mich auch irgendwie ein bisschen traurig gemacht. Ich lasse es zwar immer, das geht bei mir da rein und da raus, aber ich finde es echt schockierend, dass einfach noch, dass es Menschen gibt, die der Meinung sind, so, ja Verena, du hast doch genug Geld, kauf doch mal was ordentliches und spar dir so eine Marmelade. Für alle, die der Meinung sind, dass es zu wenig ist, ihr braucht euch keine Sorgen machen. Ich habe auch noch andere Geschenke für meine Mama und für meine Oma. Keine Sorge. Weder meine Mama noch ich haben irgendwie das große Geld. Deshalb ist es für uns wichtiger und zu sehen, ja, dass es einfach von Herzen kommt und dass man sich Gedanken macht. Deshalb würde ich mich freuen, wenn sich das viele von euch auch mal zu Herzen nehmen würden. Und ich bin wirklich über jeden Einzelnen froh und dankbar für jeden, der das versteht, worauf es eigentlich ankommt. Ja, und an dieser Stelle möchte ich dann auch schon aufhören. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch wie immer gefallen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und falls wir uns vor Weihnachten nicht mehr sehen, dann wünsche ich euch schon mal frohe Weihnachten euch und eurer Familie. Ich wollte eigentlich vor Weihnachten noch ein Haul-Video machen mit einer Verlosung, aber mir kam dann diese Idee mit der Marmelade und dann dachte ich mir, ich mache das noch kurz vor Weihnachten, weil es wirklich ein super Last-Minute-Geschenk ist für alle, die noch keine Geschenke haben. Ja, jetzt demnächst wird dann ein Haul-Video kommen und da wird es dann auch nochmal eine große Verlosung geben. Also seid gespannt und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und Dankeschön und auf Wiedersehen.